Scheiße, ich wurde gedisst, Lan. Hast du das gesehen? Was, wo, wie wurdest du gedisst? Also ich habe es nicht geguckt. Mir haben die Leute geschrieben, er hätte gesagt, ich bin Dings, Großfamilien, Marionette von Großfamilien bin ich. Na klar, wer denn sonst? Du hast doch 15 Jahre lang mit denen gechillt und Ja. du hast doch 15 Jahre lang Ich mit denen verstehe gedisst es nicht, worden. ja. Es ist ja schon fast süß irgendwie. Lost einfach irgendwie. Ey, weißt du, was krass ist bei Corona? Ja. Weißt du, was bei Corona kommt dieses im Internet verstecken und große Fresse haben, kommt erstmal jetzt so richtig hoch. Weil Ja, die Leute denken nicht nach, weil was ist, wenn Corona vorbei ist und die wieder draußen auf der Straße rumlaufen. ja, ich habe sowieso Animus in meinem ganzen, also ich habe ihn eh nicht zufällig auf der Straße gesehen. Wann sieht man schon irgendeinen Rapper zufällig auf der Straße? Ja, bei euch im Ruhrpott kann das schon mal passieren, wenn ihr in derselben kleinen Stadt lebt, aber in Berlin ist das schon sehr Ja, unwahrscheinlich. das stimmt. Berlin ist schon riesig, Alter. Berlin ist schon riesig. Aber es geht. Hast du den Ja. Track denn angehört? Angeblich bist du auch krass gedisst da. Ganz Ich krass, ganz habe, krass. Fans haben mir Ausschnitte geschickt, wie er meine Mutter, wie er so auf Mutter beleidigt. Echt, ja, auf Mutter? Ja. Nice. Bro. Bro, der Animus, der Arme, ne? Er muss Der halt die Arme. Drecksarbeit machen für Bushido. Ist halt immer so. Ja, schon, Digga. Ich kann mich noch erinnern, damals, wo der bei mir war, wo er bei mir auf der Couch gepennt hat. So, wir waren bei McFit, haben zusammen trainiert. Bei mir gegenüber gab es einen McFit. Und Ja. ich dachte, okay, der Arme muss, das ein richtig, richtig aufgespritzter Hühner. Mit dem kannst du bei McFit trainieren. Nach 10 Minuten hat er seinen Kollaps bekommen bei McFit und dann war die Sache gelaufen. Der Arme, ja. Digga. Ja, mein Gott, was soll ich Ich dazu sagen? wünsche dem Animus wirklich, dass er aufhört mit Anabolika-Spritzen, dass er wieder Haarwuchs bekommt, dass er wieder potent wird, dass er endlich mal aufhört, für andere immer den Kettenhund zu spielen. Eigentlich ist er der Kettenhund. Eigentlich ist er der Kettenhund. Diese Dings, Ey, diese. Freitag kommt meine Single. Ich schwöre dir, ich habe für alle eine kleine Überraschung. Diese Single ist ein entspannter Song, ist ein guter Song für die Ladies und Drip-Song so, hat geilen Vibe so. Aber Ja. am Ende von dem Video kommt eine kleine Überraschung. Wann kommt die? Jetzt am Donnerstagnacht? Jetzt Donnerstagnacht? Ja, Donnerstagnacht kommt Single, sie weiß wie mit Video, Okay, vielleicht komme ich zu dir rüber, reagieren wir zusammen drauf. genau. Stimmt, ja, sowas habe ich noch nie gemacht, auf Single Okay, gehen, komm. genau. Ich komme Freitagnacht, also Donnerstagnacht zu dir rüber mit meinem Equipment. Da machen wir diese Live-My-Life-Reaction auf deinen Song. Yes. Ja, gut, Bro. Ey, ich bin gerade am Campen. Wir warten auf Mois Diss. Mois und die Jungs, die dissen jetzt Asche. Wir gucken uns jetzt an, Mann. Du hast, ey, man hat echt Langeweile, wa? Ja, es ist Lockdown, Ich Bruder. schwöre dir, das ist alles so Dings. Bist du Stimmt, eigentlich ein auch bisschen albern. Tschetschene oder bist du Deutscher jetzt? Sag mal, jetzt hast du deine Karriere auf Deutsch aufgebaut. Vielleicht bist du ja gar kein Deutscher. Ich bin gar kein Deutscher, ich bin Pole. Ich heiße doch Losenski, ich bin Pole. Stimmt, Losenski. Ha, zeig mal deinen Ja. Pass. Ja. Ihr weißt, was ich gerade gesagt habe im Chat? Ich habe gerade gesagt, das ist eigentlich voll albern, weil wir sind alle Deutsche, Mann. Ich lebe seit 30 Jahren hier. Was habe ich denn noch mit der Herkunft zu tun, so großartig, außer jetzt ein bisschen Ey, ich History? will was zu Polen sagen, ganz wichtig. Ich will was Ja, zu Polen sagen. bitte, bitte. Lass mal, also ganz, ganz klein Real Talk noch am Ende, Ja, ja? bitte, Die bitte. Leute haben doch, im Deutschrap immer so diese, oder auf der Straße, oder auf der, bisschen auf der Straße, bisschen im Deutschrap, weil so Straße ist ja Deutschrap. Ja. So. Die reden immer alle, ey, ich bin Araber, ich bin dies, ich bin das, ich bin Tschetschene. Alles Ja. schön und gut. So, ich schwöre dir, das letzte Video mit Spectre, Light Up the Night von mir, haben wir in Ja. Polen gedreht. Ja. Ich habe in ganz Deutschland nicht so krasse Weiber gesehen wie in Polen. Das ist Wie die tanzen leider wahr. konnten, wie die Action. Sei Also lang. wenn es um Frauen geht, ist Polen Nummer eins, meiner Meinung nach. Und auch die Typen, die alle da waren, stabile Hooligans, stabile Typen. Also, weiß ich nicht. Ich finde, sollten mal ein paar Polen mehr im Deutschland ansagen machen. Also ja, ich meine, Santino ist ja auch Pole. Der rappt sogar auf Polnisch ganz gut. Santino hat leider. Ja, das ist jetzt Jetzt anderer hast du das Film. schlechteste Beispiel rausgeholt, aber egal. Ich will nur sagen, also ich war, wie gesagt, war in Warschau krass, krasse Nummer, war Digga, endkrass Polen und. ist krass, Mann. Ja, Mann. Ich verstehe nicht, ja, ich würde gerade sagen, Alter, keine Ahnung. Ich Und vor allem wir Berliner, guck mal, wir Berliner, wir fahren gar nicht lange dahin, weißt du, was ich meine, das wollte ist gerade gleich um die sagen, ja. Ecke. Diese Beziehung, diese Connection, so da, wo die Leute, was die Leute da für ein Hip-Hop-Verständnis haben und auch für coole Leute sind und was da auch für eine, ja, für eine Art herrscht und so. Ich schwöre dir, dass da so eine Barriere dazwischen ist. Eigentlich liegt es um die Ecke, man müsste da viel mehr hingehen. Ich sag's dir, Voll. ist übergeil da. Leute Naja, voll, unterschätzen voll. das. Ja, in Berlin sind viele Polen. Aber ich muss sagen, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und da sind auch ernst viele Polen. Wir sind ja mit Polen aufgewachsen. Ganz halb Dortmund, halb Schalke spielen doch Polen, Alter.
Also bei uns ist das ja normal. Ganz normal. Sind coole Leute, Mann. Also wie gesagt, ich bin mit denen auch aufgewachsen. Also es ist aber jetzt, also ja, mal schauen, was der. Ich bin sehr gespannt, was jetzt in dem District noch kommt. Die haben ja schon alles gesagt. Verfolgst du das ein bisschen oder ist dir das scheißegal? Digga, ich sag das immer wieder und Leute denken, ich will Leute deswegen angreifen oder hin und her, aber mir ist das nicht so wichtig. Ich finde das, wenn ein Typ länger als 16 Takte rappt, dann krieg ich Kopfschmerzen. Das ist bei mir so, Digga, wirklich Respekt an alle, die das können. Und ich hab, hört meine Mixtapes, hört Air Max Musik 1, hört diese ganzen Sachen, Air Max Musik 2. Ich hab das auch alles durch, aber da waren die meisten noch nicht auf der Welt. Ich hab keinen Nerv mehr dafür. Ich finde das nicht cool. Ich höre mir lieber einen Song an, wo jemand einen geilen Vibe hat, einen geilen Beat, eine geile Hook. Das Ding kann immer wieder auf Rotation laufen. Das gibt mir halt mehr persönlich. Ich muss sagen, das heißt, bei diesem Asche-Song, Alter, hätte der den 5 Minuten gemacht, dann hätte ich mir den angehört. Ich habe No Name deswegen so gemacht. No Name war meiner Meinung nach der letzte coole Diss-Track, Alter. Ja? Ich fand auch zu lange, hätte der gar nicht machen müssen. Er fängt den Track auch noch wie Urteil an. Da habe ich auch gedacht, oh mein Gott, jetzt kommen wir 20 Minuten Urteil links. Und ich glaube, die Leute haben gerade, ich will es jetzt nicht kleinreden, aber warum es überhaupt noch ankommt, ist gerade, weil die Leute haben Langeweile, sitzen zu Hause, Digga, die geben normal, sich. Normal, Bruder, das Ding hat 1 Million Klicks gemacht über Nacht. Normal ist es Lockdown. Siehst du? Es ist Lockdown, aber ist ja okay. Das ist gerade Lockdown-Entertainment, bisschen so. Lockdown-Hip-Hop. Lockdown-Hip-Hop, dass ein Animus-Schwanz überhaupt Gehör findet, ist Lockdown-Hip-Hop. Mein Gott, soll er sein Ding machen? Soll er nochmal versuchen, fünfte, vierte oder fünfte Camp jetzt? Soll er es versuchen? Mein Gott, ich gönne. Soll er sein Geld machen? Bin mal gespannt, wann sein Album kommt, wann er mal endlich auch Geld verdienen kann. Ja, ich habe gehört, der Bushido. Animus! Bushido hat dir bis heute noch kein Deal gegeben. Deswegen musst du auf YouTube Freestyles kicken. Einmal abwarten. Also. Oh Gott. Okay, mein Lieber. Dann wir sehen uns ja Donnerstagnacht. Ja, Mann, genau. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Okay, ciao, Mann.